Ist auch keine Sau drin. Ach ja, hier. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Oh ja. Isgramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Ja. Ich habe euren Schild. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Schön zu sehen, dass ihr es hier hinauf geschafft habt. Ja. Ich habe sie im Hof mit Wilkas trainieren sehen. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Ich habe ihm einmal den Kopf abgeschnetzelt. Lass das bloß nicht Wilkas hören. Okay. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Na, war klaro. Natürlich. Ich halte nichts von Prügelpralreien. Ich würde ihn töten, bevor er sein Schwert gezogen hat. Wow, ruhig Blut. Wir sind ein hartes Völkchen, aber das ist kein Grund, einen Schildbruder wegen einer Meinungsverschiedenheit zu töten. Das war nicht aber so gemeint. Aber mir gefällt euer Kampfgeist. Ihr werdet einen wilden Gefährten abgeben. Wir sollten mal zusammen jagen. Aber unbedingt. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Ja, na bitte. Gut. Wo? Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Okay, gut, macht ein er das. Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit. Ja, ich war die, die den Teller umgestoßen hat, übrigens. So. Folge Farkas zu deinem Quartier. Auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Ja, klar. Ist schön, ja nett von dir. Neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch voll nervig hier drin. Hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Okay, mach ich dann. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. Okay. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Was? Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjor und Wilkas erhalten. Aha. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Ach, ich gehört dazu. Oh, wie schön. Übrigens, abgeschlossen wenn ihr nach zu den einer Waffen. Beschäftigung sucht. Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Mit welchem Problem muss ich rechnen? Nur ein Haufen kleiner Banditen. Feiglinge, bei denen ihr euch nicht anstrengen müsst. Okay, gut. Darum kümmere ich mich natürlich. Ausgezeichnet. Zeigt keine Gnade. Wieso sollte ich? Übrigens, begonnen nichts als Ärger im Himmelsrand. Gut. Tötet den Anführer Fenrin Doras Zuflucht. Okay, gut, mach ich doch. Der neueste Rekrut, richtig? Moment, stimmt das wirklich? Ja, klar. Allerdings. Und du bist ein Dunkel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Mittlerweile scheinen sie aber jeden aufzunehmen. Ja, stimmt. Siehst du ja an mir. Gut. Ich geh da mal. Kann man nicht sich jetzt hier einfach alles... Oh, ich kann mir jetzt theoretisch alles hier klauen. Das ist ja sehr nett. Kann ich auch... Ach nee, das ist ein Geldbeutel, den man wirklich stehlen muss. Okay, gut. Ja. Ist ja ganz nett von dir und liebevoll und so, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt mal scheißegal. So, und damit haben wir jetzt einmal ein paar Quests zusammen und können dann auch mal was machen, wenn wir Lust haben. Denn ich denke, wir werden wirklich, wenn es hier mehrere Gilden gibt, auch mal alle, die es hier gibt, irgendwie abfrühstücken. Und alles machen, was es hier so irgendwie gibt. Und deswegen kommen wir auch sicher auf ziemlich viele Folgen. Denke ich einfach mal so, ganz naiv. Und ich denke, wir gehen jetzt auch, also ich denke sehr viel, merkt man vielleicht. Wir gehen jetzt auch mal direkt zu dem Jarl und berichten ihm von Weißlauf. Das ist falsch. Berichten ihm von Flusswald, genau. Feinde und Freunde werden auf dem Bildschirm unterschiedlich... lass mich doch mal ausreden. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wigner. Und ich kann sie mir merken. Interessant. Eigentlich gar nicht. Okay, gut. So. Dann, wie gesagt, mal zum Jarl hinuntergelatscht und so... Okay. Zum Glück nicht ein bisschen hirnlos. Ah! Oh. Blub, 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 blub. So. Kann man ja also auch mal im Wasser kurz eintauchen und ein Bad nehmen oder dergleichen. Muss sich auch mal waschen. Ist ja, man stinkt ja schon wie ein alter Pudel.
Drachenfeste entdeckt. Gut, gehen wir mal rein. Na, gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. So, und wir sind immer noch Stufe 4. Wann steigen wir eigentlich mal auf? Das wird ja sehr interessant, wann das mal geschehen würde. Vielleicht irgendwann mal. Theoretisch zumindest. Oh, selbst schließende Türen. Wie immer. Gut, ich denke da einfach gerade zu. Was soll ich sonst machen? Gar nichts. Willst du dich mit mir anlegen? Jarl Balgrof empfängt keine Besucher. Bist ja ernst nett, was? Ich habe eine Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Alvo hat mich geschickt, Flusswald ist in Gefahr. Was von beidem? Ich glaube das zweite. Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Ja klar. Ein Drache hat Helgen zerstört. Mir wurde aufgetragen, die Nachricht dem Jarl direkt zu überbringen. Aber ich sage natürlich die liebe Antwort. Ihr wisst etwas über Helgen? Nein. Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Kommt. Okay. Gut. Dann stapfen wir mal der... Die sieht übrigens fast so aus wie wir. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Nee, es waren die Augen meines Freundes. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in dieser Richtung davonflog. Die Kaiserlichen wollen gerade Ulfric Sturmhatte hinrichten, da griff der Drache an. Okay, natürlich das Zweite, deswegen war das, ist man ganz neutral. Bei Ismir, Irelet hatte recht. Wer? Sie? Sieht übrigens echt aus mit den Haaren zumindest wie wir, oder? Ich weiß gar nicht. Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irelet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Ach. Das wäre wohl das Beste. Der Typ hier, dem sollten wir doch das Schwert geben, kann sein. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Ja, ja, klar. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Oh. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Aha. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Das ist ja der richtige Mann für mich. Habe ich das gerade richtig gelesen? Begonnen Utsturz Hügelgrab? Das haben wir ja schon längst abgeschlossen. Naja, vielleicht ein bisschen durcheinander. Aber man kann ja sowieso alles random irgendwie in der Wildnis herum sozusagen streuen und dadurch alles Mögliche machen, was man eigentlich noch gar nicht machen sollte. Deswegen denke ich, ist das mal vollkommen egal, ob wir das schon gemacht haben oder nicht. Faringar. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Ja, hallo, ich bin's. Nur zu, weiht sie in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, klar. Wer hätte ich auch sofort gedacht. Ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Okay. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Hört sich ganz nach dem Ölsturz-Hügelgrab an. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich tun? Was hat das mit dem Drachen zu tun? Sagt mir einfach, was ich für euch tun soll. Ihr brennt darauf, euer Abenteuer zu beginnen. Wunderbar. Je früher ihr anfangt, desto eher ist es erledigt, nicht wahr? Ja, genau. Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Okay. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturzhügelgrabes. Ja. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Hab ich ja schon. Gut, dann geh mal ihm direkt. Oh, meint ihr diesen alten Stein? Fahre gar den Drachenstein geben. Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturzhügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Ja, klar. Sprich mit Jarl Balgruf.
Und was ist mit meiner Belohnung? Nee, wir fragen natürlich nicht nach Belohnung, weil wir machen das ja alles nur der Ehre wegen. Ich habe euch den Drachenschein gebracht. Was kommt jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man im Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Okay. Gut. Dann streng mal dich schön an und vielleicht kommt da ja irgendwas raus. Wahrscheinlich nur heißer Qualm. Wo ist... Ach, da ist er. Ich möchte gerne mal mit dir kurz reden. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Ja, allerdings, denn ich habe ein Schwert für euch von eurer Tochter. Von Adrian? Nee. Ah, das muss die Waffe von der anderen. Jarl sein. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Balgroof die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Ja, mach das mal. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Hui, danke. Und Balgroofs Zweihänder entfernt. Abgeschlossen, bringe das Schwert zu Bla. Gut, dann, Genießt euren Besuch, wie man ihn machen lässt. Ja, mach ich. Wo ist denn Balgroof? Das ist er nicht. Das ist irgendein anderer Typ. Balgroof? Also Gruuf. Eigentlich heißt er Gruuf. Wie so ein Uff sozusagen am Grut hinten dran noch. Erstmal schön die Sachen vom Tisch gefegt. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass ich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Worum geht's? Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. So schnell? Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Was, wie, wo, wer, welcher Drachen? Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt... Ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Ja, allerdings. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Fahrengar den Drachenstein besorgt habt. Ja, ich bin schon toll, nicht wahr? Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Oh, nett. Super. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Oh, danke. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Ja, komm mal mit. Nein. Ich kann es. Was haben wir denn hier? Oh, das ist so eine Art Taktiktafel. Oh, auf so einen Kram stehe ich ja mal richtig. Wie wir diese Stadt gegen die Drachen kaiserliche Falken, kaiserlicher Falkenring, okay. Interessant. Was haben wir da drüben? Ach ja, das sind sogar richtig die Orte sozusagen, wo die Kaiserlichen drin sind. Und hier sind die Orte, wo die Sturmmente sind, oder was? Aha, interessant. Und noch mehr Landkarten. Und ich habe mir übrigens das Poster, was hier... Das ist ja original, das was hier... das ist ja original, das Poster, was man auch mitgeliefert bekommt. Was ich mir vorne... Was mir direkt über meinen Fernseher gehängt habe. Ach, das ist ja interessant. Das finde ich ja sehr nice, dass es hier auch ist. So, was mal hier? Drachenfeste Großstufe. Wollen wir aber, glaube ich, erstmal noch nicht hin. Denn hier gibt es so viele Räume und hier gibt es so viel, dass man da sich ja einen Tag die Füße wund laufen kann dran. Und ich hüpfe jetzt mal einfach hier die Balkondingens runter. Am besten ihm genau auf den Kopf. Sollte ich es wagen? Hui. Was? Ja, nichts, gar nichts. Ich bin dir auf den Fuß gelandet. Hast du gar nicht gemerkt, was? So, dann springen wir mal hier rüber und laufen nicht durch das Feuer. Das, glaube ich, wäre unserer Gesundheit nicht unbedingt zuträglich. Und rennen mal ein bisschen... Und gehe nach Weißlauf. Und bei einem sehr hohen Kopfgeld wird die Wache des Fürstentums versuchen, die gesuchte Person anzugreifen, sobald sich diese in Sichtweite befindet. Aha, schön zu wissen, deswegen, weil wir sollten wirklich nicht anfangen zu stehen und sowas, weil das kann übel und sehr teuer werden.